Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi und das wichtigste Fest im Christentum. Dieses Jahr wird Ostern am 31. März gefeiert. Wir waren in der Stadt und haben die Lauter gefragt, ob sie Ostern feiern. Kein Grund zum Feiern aufgrund meines Alters. Ja. Wir feiern, also wir haben einen Feiertag, wir arbeiten nicht an dem Tag, das ist ein Familienfest. Ja, ja, sehr gerne. Feiern, na, kann man so nicht sagen. Also, wenn es hochkommt, treffe ich mich mit der Family und wir trinken dann einen Kaffee oder sowas. Einige Befragte feiern das Fest mit ihren Familien, andere gar nicht. Doch wie wird das Fest bei den Lautern am liebsten gefeiert? In der Regel mit gut essen und trinken. Das fängt schon an, dass die Osterwoche, ich bin zwar selbstständig und muss da auch immer viel arbeiten, im Einzelhandel bin ich tätig und ja, aber trotzdem diese Vorbereitung, das, was Osterfest auch ausmacht, es ist ein buntes Fest, es ist, die Blumen beginnen zu sprießen, es sind die Frühlingsblumen, die schönen Farben und auch kulinarisch, ich bin also in der Kulinarik auch tätig. Man bereitet sich vor, es werden Feste gefeiert, es wird Kuchen gebacken, es wird schöne Menüs werden gekocht und ja, es ist ein Familienfest. Es findet vielleicht bei Wetter auch draußen statt. So nach der Tristesse des Winters, nach der Grauheit, das ist einfach schön. Ganz gemütlich mit Ausflügen, spazieren gehen, ja, schön dekorieren. Ob essen und trinken, dekorieren oder spazieren gehen, jeder verbringt den Tag etwas anders. Bekommen die Lauter an diesem Tag auch Geschenke? Ich verschenke an für sich nichts. Ich will auch keine Geschenke mehr haben. Ich bin an für sich, alles was kommt im Prinzip, habe ich ja schon. Das ist doch das Problem. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich bekomme meistens Geschenke. Es wäre eigentlich auch gebracht, wenn ich auch öfters mal was dann schenke. Aber meistens bekomme ich die Geschenke. Nur an Kinder. Also wir verschenken schon an Kinder Kleinigkeiten, Süßigkeiten, aber nicht unter Erwachsenen. Ne? Nein, direkt Geschenke nicht. Also die Freude macht man ja, indem man sich vielleicht besucht, man trifft sich, man lädt ein und ja, und dann hat man immer irgendwas dabei, das ist dann das Geschenk. Es werden Ostereier gefärbt, ich färbe immer Ostereier. Ich backe auch diese Osterlämmer, was einen Kuchen angeht. Ich mag sehr, ich bin auch für Süßware zuständig. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe. Ja. Also es ist für mich einfach das tolle Fest. Es ist ja auch vom christlichen Charakter her, das soll man ja nicht vergessen, das ist ja auch der Grund. Es ist diese Auferstehung, es ist dieses Werden und vor allem, wir gehen in die positive Zeit, die Tage werden länger, es ist morgens schon früher, Helligkeit, das ist alles wunderschön. Ich habe einen Hund, mit dem muss ich früh raus und dann kann ich das schon genießen. Und für sich schenke mir nichts mehr. Die Enkelchen kriegen noch ein bisschen Geld. Die meisten Befragten schenken und verschenken nichts zu Ostern. Gibt es etwas, was den Lautern am besten gefällt? Also, als ich klein war, wurden ja so Ostereier und sowas versteckt. So von meiner Family, manchmal auch mit der Schule und so. Und das Ostereiersuche hat mir immer Spaß gemacht. Ja, im Prinzip der Feiertag und dass es dann schon Frühling ist. Ich bin ein bisschen religiös eingestellt. Was soll ich dazu sagen? Was zu Ostern eben dazugehört. Ich meine, in der heutigen Zeit ist das Denken der Menschen ist leider etwas anders geworden. Wir hoffen wir immer noch das Positive bei der ganzen Sache. Das ist doch wichtig. An dem Fest gefällt mir, dass es Frühling wird, dass es ein Zeichen für den Frühling ist. Ne? Am besten, dass es Ostern ist. Das ist es überhaupt, ja. Die einen freuen sich über den Feiertag und dass sie das Fest feiern können, den anderen liegt der religiöse Aspekt sehr am Herzen. Doch dass der Frühling endlich wieder da ist, scheint den meisten am besten zu gefallen.